ich guck noch einmal hier lang, einfach um das alles aufzudecken, wo ich ein bisschen Angst vor den High-Level-Gegnern habe. Ich meine, die sind jetzt nicht so Level 80 wie der kleine Frosch, der da ja war, aber 46 könnte uns auch one-shotten, wenn wir Pech haben. Aber aufdecken ist halt wichtig, ne? So, ich glaube, jetzt haben wir es genug aufgedeckt. Oh, was macht er? Oh, er ist gegen den Baum da gelaufen und hat uns deswegen dieses kleine Item da fallen lassen. Sehr schön. Ja, komm. Keine Siegesbeute. Heißt, tschüss. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Ah, den ganzen Kram haben wir nicht erkundet gehabt, weil wir hier außen lang gelaufen sind, ne? Weil uns das Questing uns dahin geschickt hat, ne? Schwimmen wir mal entspannt hier ans Ufer. Das hier. Dann sind wir wieder an Land. Warum genau gehe ich da jetzt hin? Warte. Ich habe halt eine Lupe gesehen in die Richtung, wo wir gerade lang gehen. Da ist die Lupe. Interaktion. Das war ein 40er Dingszeichen. Ich gehe jetzt hier lang rum. Erkunden wir mal das Ufer hier. Das haben wir nämlich auch noch nicht aufgedeckt gehabt. Oh. Deine Kabi hat was ausgegraben. Sehr schön. Ein Container kommen wir, wenn dann von oben. Schwupp, schwupp, schwupp. Was war der? 55. Okay, aber der wird uns nicht aggron, wenn wir hier unten sind, oder? In der Ferne wieder. Das sieht so hübsch aus. Gehen wir zu dem Abwurf. Wir sehen den Rauch nämlich da. Dunkelfleischfossil. Panzerkastanie. Hier ist der Baum wegen, wo Tyon ein bisschen was gemacht hat. Genau, warum lässt du den Sentimentalen hier raushängen? Ja. Lecker Saftbrokkoli. Au. Als ob das schon einen Fallschaden gibt, ey. Nee, Spiel. 95! Welches Level ist der? 95, welches Level ist der? Ja. Ich wollte eigentlich fragen, wie der heißt. Vielhorn Grandeps. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Der gute Herr kloppt uns nämlich. Das eine mal hinten will ich und dann gehen wir hoffentlich, wenn wir nicht vom Fallschaden sterben, unten zu dem Abwurf. Sieht nicht so gut aus, was das Nicht-Sterben angeht.
Das wird zu hoch sein, haben. Wir können ja mal in die Richtung gucken und dann gucken, was die Karte sagt. Von hier aus können wir da gut hin. Tatsache. Okay. da. Da ist das gute Stück. Auf dem Shikuk-Fels. Keine Gegner oder so. Let's go. Öffnen. Hello? Nee, hiyo. Hallihallöchen, Basti. Wie geht's? Wie steht's, mein Bruder? Freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, du hattest einen schönen Stream. Boah, ist es so flauschig. Wieder auf die Karte. Ich suche noch eine Kolonie. Irgendwo war da noch eine Kolonie hier. Nee. Mal eine Liste öffnen, da. So wie wir nur so wenig Reisepunkte haben. Du zählst das nicht als Reisepunkt, komisch. Oh, weg damit. Ja, sehr gut, war krank. Oh, nicht gut. Oder meinst du, war krank im Sinne von war cool krank? Oder meinst du, war krank im Sinne von du bist krank? Aber leider noch nicht durch. Ah, man muss ja nicht immer alles instant durchzocken, ne? Genau, die Kolonie haben wir gesehen. Es gab doch hier noch eine, oder bin ich blöd? Genau, das war die Rätselgrotte. Da gibt es sonst nichts. So, mal hier in die Re- Ah, ne, das war mit Level 40ern, 50ern, ne? Okay, dann. Hier. Da geht die Hauptquest weiter. Wo ist denn? Nicht blöd? Wo ist denn die Kolonie, wo wir die Leute trainieren können? Wo waren die? Nicht blöd? Mal, hier ist ein Nebenquest. Holen wir uns das mal. Zwischendurch kam ein Raid rein mit 50 Leuten. Nice. Ich hoffe, da waren nur coole Leute mit dabei. Ach, ich glaube, das war auch für Level 40, oder? Kann das sein? Ja, ich weiß, den Abwurf sehe ich schon, aber ich habe keine Lust, da jetzt hinzurennen. Ja, das ist auch für Level 40. Glaub. Map 2 ganz links. Map 2 ganz links. Ganz links. Hier? Das nicht. Nein. Man kann ich hier wieder. Nee, nee. Die Liste bringt halt gefühlt richtig wenig, ne? Habt ihr auch lange gesucht? Ja, warte. Ja, war echt cool. War ein Raid von Elden Ring. Lagert mir da doof. Was war das nochmal? Kolonie 30 oder Gamma? 30 waren wir schon. Gamma suche ich. 30 ist ja die hier. Da haben wir inzwischen alles gemacht. Gamma war die, wo wir denen helfen konnten. Aber ich finde die ums Verrecken einfach gar nicht. Das ist Kolonie 4. Hier. Ah, okay, ich hab's.
Guck ich mal mir. Ne, ich hab's schon gefunden. Die war auf der ersten Map. Ah, Mann, ey. Umsonst hier rumgesucht. Also da hätten sie schon Reisepunkte hinmachen können. Zumindest für die Liste da. Ah, fast ganz links, ja. Das macht auch Sinn, weil wir haben uns ja auf der ersten Map auch getroffen. Na? Gut, dann na, gucken wir mal, was wir hier alles tun können. Ich hätte auch, warte mal, ich hätte glaube ich auch auf das Harmoniediagramm gehen können, oder? Ich glaube, damit kann man es einfacher sehen, Tatsache. Kolonie Sigma haben wir noch gar nicht angesteuert, ne? Ich glaube, weil von der Kolonie 9, wenn wir hier lang gehen, da waren wieder so 40er Gegner. Ich glaube, da deswegen. Und Lambda müssen wir dann noch als letztes gucken. Die anderen Kolonien haben wir alle. So. Ja, wusste ich. Hab ein bisschen Story heute gemacht, weil hab sonst kaum was. Meinst du echt, das ganz Rechte kommt noch? Oh. Ich denke mal schon, ne? Jetzt habe ich anscheinend schon was mitgehört, was ich eigentlich nicht mithören wollte, weil ich es nicht gelesen habe gerade. So, gehen wir hier hoch. Suchen nochmal nach. Sorry. Suchen nochmal nach ein paar Leuten, mit denen wir hier reden können. Dann haben wir an einem Lager unser Gespräch und dann gucke ich noch wegen. Wegen hier Lehrer spielen gedöns, obwohl kann ich eigentlich ja jetzt schon machen, ne? Lehraufträge einsehen, Wegweisen. Lehrer Noah, Schüler Skune, Team Zakir. Sollen wir ihm beibringen, wie man die Flöte spielt? Haben wir eben schon mit einem Nopon gemacht aus Kolonie 30? Glaube ich. Jetzt müssen wir noch mehr Leuten beibringen, wie man richtig Flöten tutet. Subidubidu. Okay, aber ansonsten ist hier nicht viel los, I guess, ne? Oh, da ist noch ein Sternchen, das lasse ich mir nicht entgehen. Ich freue mich schon total auf euren Unterricht. Es ist echt toll, dass wir unsere Lieblingsausbilder auswählen können. Du nimmst doch bestimmt Mimi, nicht wahr, Kairi? Ja, woher wusstest du das? Kannst du etwa Gedanken lesen? Kairi war die, die so ein bisschen lost war, ne? Und Sido natürlich, ne? Der gute Alte. Zu Beginn des Unterrichts werdet ihr euch vielleicht etwas unsicher fühlen, aber ihr solltet euch nicht zu viele Gedanken machen. Nehmt die Rekruten ernst und versucht, auf sie einzugehen. Dann werden sie sich euch von ganz allein öffnen. Ich bin sicher, ihr werdet ihnen vermitteln können, dass der Konflikt zwischen Kevis und Agnes nur in ihren Köpfen existiert. Naja, der existiert auch Tatsache auch wirklich im Spiel, Sido. Nur wenn man halt keine Flammenuhr mehr hat, dann braucht man diesen Konflikt nicht mehr. Ich glaube, da wird nichts mehr sein, ne? Okay. Setzen wir uns schön ran an das Lagerfeuer und singen das Lagerfeuerlied. Das L-A-G-E-R-F-E-U-E-R-L-E-D Lied, ne? Genau. Ja. Verfunk nochmal. Ihr seid echt gnadenlos. Ich kann noch bewegen. du hast noch eine Menge Training vor dir, wenn du von dem ein bisschen schon schlapp machst. Ach was, halt die Klappe. Irgendwann werde ich dir schon noch zeigen, dass ich der Beste bin. Okay, Putz. Der kleine Putzi. Hab einige Juwelen markiert, aber die Anzeige spinnt irgendwie. Kriegt dann immer angezeigt, ist komplett, aber fehlt noch immer was. Okay. Komisch. Vielleicht fehlen dir ja Ether-Kanister.
Aber ich glaube eher weniger, ne? So viel verbrauchst du ja davon nicht. Let's catch up on stuff. Taiyan, du gehörst doch ursprünglich zur Kolonie Lambda, oder? Ja, danach wurde ich dann nach Kolonie Gamma versetzt. Die Umstände kennt ihr bereits, ich konnte einfach nicht dort bleiben. Dann nahm Kommandeur Sydo mich unter seine Fittiche. Ach, so war das. Eigentlich hatte der Kommandeur das Recht, den Grund für eine Versetzung zu erfahren, doch Sydo fragte mich nie danach. Ich nehme an, Kommandeur Isurd hatte ihm hinter vorgehaltener Hand alles Wichtige über mich erzählt. Zu etwa derselben Zeit kamen dann auch Senna und ich nach Gamma, deshalb kamen wir in die gleiche Einheit. Interessant, seitdem kennt ihr euch also. Ja. Ohne jenes tragische Event in Kolonie Lambda wäre ich Mio und Senna wohl nie begegnet. Und euch noch viel weniger. Oh. Ja, vielleicht auch auf dem Battlefield, ne? Wer weiß. Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Willst du das damit sagen? Eine unlogische Denkweise. Aber sie hat mir geholfen, nach vorn zu blicken. Da habe ich über 90, jetzt haben wir die gar nicht mehr. Ich nehme die auch nur mit, wenn die gerade auf dem Weg liegen, weil man verbraucht zu wenig von denen. Selbst Silbermünzen werden ja nicht verkauft. Bei mir nicht mehr, weil wir haben inzwischen einen Händler gefunden, der Tatsache viele Silbermünzen braucht. Und wir haben auch ein paar Silbermünzen benutzt, um die Collecticon-Karten zu kaufen. Deswegen bin ich nicht mehr auf 99 Silbermünzen zumindest.